Hallo Trader, mal sehen, welche Pressemitteilungen die Devisenmärkte am Dienstag, dem 22. August, erschüttern können. Die Schweizer Handelsbilanz für Juli erscheint um 6 Uhr. Im Juni hat sich der Handelsüberschuss leicht vermindert, denn die Importe überstiegen die Exporte. Britische Daten über den öffentlichen Nettoschuldenstand für Juli folgen um 8.30 Uhr. Das Haushaltsdefizit war im Juni größer als erwartet, aber immerhin kleiner als die minus 7,5 Milliarden Pfund vor einem Jahr. Die deutschen ZEV-Konjunkturerwartungen für August werden um 9 Uhr vorliegen. Zwar ist der Index seit 2 Monaten rückläufig, aber der Wachstumsausblick bleibt positiv. Als nächstes stehen um 12.30 Uhr kanadische Einzelhandelsdaten für Juni an. Der Umsatz steigt seit 3 Monaten und liegt nun auf einem hohen Niveau. Der US-Hauspreisindex für Juni wird um 13 Uhr vorliegen. Im Mai wuchs der Index weiter, wenn auch langsamer als um die 0,6% im Vormonat. Und nach einer Pause erscheint um 12:30 Uhr nachts der japanische vorläufige Produktions-BMI für August. Im Juli sank der Index auf ein 8-Monat. Steve blieb aber im positiven Bereich. Ich bin Celeste Skinner und dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Die nächste Übersicht wird Presseberichte für Mittwoch beleuchten. Auf Wiedersehen.